Hallo und herzlich willkommen zur ersten, ja, richtigen Folge hier bei uns auf der Walzen im wunderbaren neuen Projekt. Mit dabei ist der Daki, der Werner, der Paul, der Lenny, der Michael. Einen wunderschönen in die Runde. Hallo. Hallihallo. Hallo. So, ja, sehr schön. Ich freue mich, dass wir jetzt quasi nach dem initialen Livestream das dritte Team begrüßen dürfen, unseren dritten Hof. Daki und Werner bilden hier ein Gespann. Wo habt ihr euch denn angesiedelt, Männer? Wir sind ganz oben im Norden, im alten Karlinger Hof haben wir uns ein Deckchen hingelegt, da sind wir jetzt. Ich sehe es gerade auf der Karte. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr habt auf jeden Fall auch, ich würde sagen, einen guten Weg immer zum Händler. Ja, das stimmt. Wobei, ich glaube, wir nehmen uns da nicht viel, gerade durch die Serpentinen. Aber ja, sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Ja, wir freuen uns, dass wir mitmachen dürfen hier. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, Seasons ist Wettband, würde ich sagen, ne? Ja, ich. Das wird super. Schauen wir mal, ja. Genau. Ich habe gerade nochmal die Zeit auf 3 gestellt. Die hatten wir eben noch auf 1. Und auf jeden Fall auch noch vielen Dank an den Fabian und an den Daki, die an der Karte rumgebastelt haben, weil die Karte war nicht meist Plus-ready und Forge-Extension-ready. Wir haben jetzt eine umgebaute quasi Privatkarte, wo wir einfach die beiden Mods benutzen können. Und können jetzt hier einfach richtig einmal loslegen, würde ich sagen. Und für alle noch einmal die Release-Zeiten, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Samstags, jeweils um 14 Uhr werden die Folgen erscheinen. So, ich würde sagen, ich habe genug gequatscht. Auf geht's an die Arbeit. Ich glaube, der Michael will das so sagen, der atmet schon ganz schwer. Oh, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, was wir hier machen müssen. Daki, du musst mir jetzt echt sagen, was wir jetzt hier machen müssen, ne? Ja, ich bin ganz überrascht, dass das. Okay, wir stellen uns einfach mal hier hin und warten einfach mal. Was? Wir gucken mal, was Uwe macht und dann machen wir das andere. Okay, gut. Ja. Okay, Uwe, du musst dann. Ich warte drauf, dass das unsere Einfahrt hier freigegeben wird. Dauert noch kurz. Ja. Das gleiche Fahrprobleme. Irgendwann muss ich mal bei euch im Dorf vorbeikommen, wenn wir irgendwie mal was wegbringen und einmal eure Hufe anschauen. Ja, mach das gerne. Aber ich habe mir tatsächlich auch eine persönliche Hürde auferlegt hier in diesem Projekt. Ich will nicht springen. Tappen ist tatsächlich auch deaktiviert. Also, ja, aber man, das, ne? man kennt es schon, ne? Ja, man kennt das schon. Aber ich bin gespannt. Es gäbe dafür auch noch einen Mod, also. Natürlich. Es gibt doch für alles einen Mod, ganz ehrlich, ne? Ja, ne, inzwischen ja. Inzwischen ja. Wir hätten auf jeden Fall ein Feld zu pflügen und wir müssen uns nochmal überlegen, was wir ansehen wollen. Das ist eine gute Frage. Haben wir auch was zum Mähen? Wir könnten mähen, ja. Ich würde gern mähen gehen. Könnt doch jetzt noch nicht mähen. Es ist tatsächlich rein. Scheint es so zu sein. Also, du könntest das jetzt natürlich. Kann doch nur ein mähen. Fehler sein. Nee, grundsätzlich wäre es reif. Das habe ich vorhin probier's auch schon mal auf gesehen. Einer weiter aus. Aber ist die Frage, wie viel rauskommen, ne, runterkommen von. Runterkommen wird wahrscheinlich nicht viel. Also, wenn du jetzt noch eine Wachstumsstufe vom Gras abwartest, hast du ja nochmal 50% mehr Ertrag. Ja, gut, ach, das ist der Geo. Ah, okay. Wir können auch warten. Das wir können kann dann der Geo. Kleiner Hinweis. Ja. Wollen wir zur Koordination in Einzelchannel? Ah, da lag genau. Ja, ich das wollte ist eigentlich tatsächlich gucken, ob wir es so hinkriegen, damit man nicht immer Channel-Hopping betreibt, so eine illustre gemeinsame Runde, aber ja, es könnte sich lohnen, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Ja gut, dann, Moment, ich fahre hier mal schnell rechts ran, ich schieb euch mal in einzelne Channel schnell, Parkbremse. Und Folter. So, okay. Ich schieb mal fleißig. Ja, danke schön. Sagst du bitte Bescheid, schön. Wenn das vorbei ist hier? Ja, ich komme gerne vorbei. Okay, ich freue mich. Juppie, tschüss. Tschüss. So. Welches Feld muss ich denn fahren? Was willst du denn? Ja, ich habe einen Flug hinten dran. Flug 95. Aber das wäre wahrscheinlich eher deine Maschine, oder? Also schafft der kleine Lindner Geotrag diesen Flug? Das wäre die Frage. Ich habe mit dem kleinen Geotrag Lindner die 72 damit schon geflogen. Das Gewicht sieht halt wirklich blöd aus vorne dran. Das muss ich jetzt einfach mal so loswerden. Ne? Ja, das habe ich dann auch festgestellt. Kann ich das da lassen? Ich dachte, das ist ganz cool, ja. Aber wahrscheinlich, also du wirst auf jeden Fall ein Gewicht brauchen, weil du sonst vorne hochfliegst. Nee, dann würde ich es einfach mal dran lassen. Gut, vergiss es. Okay, ich fahre jetzt mal hin. Kann dir sonst meins geben? Nee, ist egal, komm. Das ist ja mehr auf Einsatz ausgelegt, das Ganze, als wie auf Schönheit. Deswegen würde ich das einfach mal versuchen. Ich habe mir noch gedacht, ob ich ohne Karte spiele, sondern einfach mal auf Glück hinfahren, sondern einfach mal gucken, ob es klappt.
Oh, das wird gefährlich. Das wird kannst du machen. Das, ich versuch's mal, ne? Ich versuch's einfach mal. Ich will hier ganz neue Sachen entdecken im LS19 für mich, weißt du? Ja. Ihr seht, liebe Leute, unten rechts sehen wir eine Anzeige. Oh Gott, warte. Oh, das war schon sehr knapp. Was heißt das? Links der Reifen und rechts ist noch was. Was heißt das alles, Daki? Das ist der Rea-Mod. Ja. Genau, links ist der Slip, also wie sehr dein Reifen keinen Halt hat und durchdreht. Und rechts ist dein Motorload. Ah, okay, da ist noch Luft nach oben. Wie stark dein Motor ausgelastet ist. Ich versuche hier mit diesem VCA klar zu kommen. Ja, VCA haben wir natürlich auch drauf. Das ist nämlich drauf, ne? Also auch für mich das erste Mal mit VCA. Also VCA tatsächlich geht. Da kann ich dir was erklären. Das ist kein Problem, weißt du? Ja, und was wir noch vergessen haben zu erzählen, wir haben Manual Touch drauf. Ach ja, schön. Da freue ich mich auch drauf. Man muss natürlich aussteigen, wenn man was ankuppeln möchte. Okay. Haben wir denn... Oh, wir haben so ein Bodenmessgerät. Genau, das... brauchen wir, damit wir gucken können, ob wir unser Getreide dann nachher überhaupt ernten können, okay, dass es trocken genug ist. Bei mir steht jetzt hier, unter anderem dafür. Benötigt kalt, benötigt, muss gepflügt werden. Müssen wir zuvor kalt, bevor eben vorbei. Wir hier... Ich dachte, wir springen nicht. Hast du auch so ein Gerät? Das ist hofintern. Wenn ich dich jetzt bei der Nase messe hier, so auf Corona-Basis? Nix. Okay, gut. Bitte halte den Abstand ein. Das ist. Also gepflügt werden muss sie auf jeden Fall, im Kalken müssen wir auch. Ja, würde ich jetzt erstmal mit Pflügen anfangen, ne? Jo. Bin ja mal gespannt, wie das ist. Ich wollte auch tatsächlich, ich weiß nicht wie lange, ich habe mir so viel vorgenommen für dieses Projekt, ne? Ich wollte auch tatsächlich so richtig mit Vorgewändern zu gucken, ne? Oh, mein Lenkrad haut ab. Super. Beste Voraussetzungen. Bin ja gespannt, ob der kleine Lindner wirklich schafft hier, ne? Da bin ich wirklich gespannt. Also wie gesagt, ich habe schon einmal mit dem gepflügt, das war ganz ordentlich. Okay. Ein paar Mal zum Grubbern ins Dorf runter, zum Shop. Warum? Da haben wir ein Feld, auf dem verfaulte Karotten sind. Karotten, sage ich, Kartoffeln. Okay. Und wenn wir das neu bestellen wollen, müssen wir es natürlich erstmal einmal untergrubbern. Das hast du recht, stimmt. Weil wir ja keine Direktsaat haben. Ja, ist auch nicht notwendig, glaube ich. Also, wie gesagt, liebe Leute, wir sind am Anfang. Nee. Ne? Wir sind am Anfang, wir müssen uns selber erstmal gucken, was brauchen wir, wohin investieren wir unser Geld. Wir haben jetzt noch 94.000 am Konto. Wir sind schuldenfrei, ne? Ich glaube, wir sind schuldenfrei, ja. Okay. Ohne nicht ganz. Also, wir müssten schuldenfrei sein zum Anfang. Also, es wurde so... Ich glaube, wir sollten schuldenfrei sein eigentlich. Ja, okay. Also, wir sollten schuldenfrei sein, sonst müssen wir das nochmal einrichten. Aber tatsächlich... wäre das die Idee gewesen, schuldenfrei zu sein und noch ungefähr 100.000 auf dem Konto. Und dann muss man einfach gucken, was wir machen mit dem Geld, ne? Genau, also es geht ja auch so ein bisschen darum, dass man sich so auch gegenseitig hilft. Also vernünftig auch hilft und dass das auch klappt. Deswegen haben wir ja auch nicht alle Gerätschaften. Ja. Gucken wir einfach mal nochmal, was wir wirklich noch brauchen. Also wir brauchen auf jeden Fall... haben wir kein Saatgut aktuell am Hof. Ich weiß auch gar nicht, ob wir es einlagern können. Das wäre auch nochmal auszuprobieren. Ja. Oh Gott. Ja, und Kalk können wir, glaube ich, gar nicht streuen. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon jemand einen Miststreuer hat, dass man Kalk ausbringen könnte. Können wir denn nicht immer Düngerstreuer machen? Ja, aber... Also theoretisch. Theoretisch würde es gehen, aber man macht das normalerweise nicht. Und man macht gut, dann machen wir es auch dann, nicht. Dann machen wir es auch nicht. Nein, also wir würden das schon mit dem Miststreuer machen dann. Ich weiß gar nicht, ob es für den Lintrak so ein Miststreuermodul gibt. Weil noch hätten wir ja ein paar Euro, weißt du? Und so ein Miststreuer wäre sowieso etwas, was wir uns früher oder später kaufen sollten. Wenn wir einen eigenen Mist haben, ne, dann macht das schon Sinn. Genau, also bis wir Tiere haben, ist vielleicht noch ein bisschen hin, weil, wie ich schon gesagt hatte, wir müssen auch erstmal was haben, damit wir sie versorgen können. Ja. Ist auch ganz interessant, habe ich nicht gewusst. Also wenn du Kühe kaufst, dann geben die erst nach 9 Monaten Milch, ne? Genau, also es kommt halt drauf an, welche Kühe du kaufst. Ne? Es sind nicht alle Kühe geben Milch. Es gibt halt auch reine Fleischkühe. Fleischkühe? Und die, ja, die zum Schlachter gehen, ne? Ja, genau. Und die geben auch unterschiedliche Mengen an Milch, die Kühe, je nachdem, welche du hast. Die Schwarzbunten geben halt am meisten, weil es halt die Holsteiner sind, die sind am besten hochgezüchtet dahingehend. Okay. Und die verbrauchen auch unterschiedlich viel Futter. Oh.
Also sie brauchen zwar alle das Gleiche, aber in unterschiedlichen Mengen. Also, okay, das verstehe ich. Und ich habe auch eine Sache, die ich jetzt erst lernen musste oder gehört habe. Du kannst nicht dein Futter einfach draußen stehen lassen. Heu und so weiter. Das wird kaputt. Nee, genau. Das Heu verwelkt, wenn du es draußen stehen lässt. Du müsstest das halt in Ballen fressen und dann wickeln. Dann hast du halt Heuballen, die in Folie gewickelt sind. Die kannst du draußen stehen lassen. Oder du presst das Heu in Ballen und packst es in eine Halle, die hoffentlich wettergeschützt ist, und dann bleiben die auch stabil, die Ballen. Okay. Das klingt echt anspruchsvoll, muss ich sagen. Also das ist ganz irgendwie ein anderes Spielerlebnis hier. Ja, es ist vor allem entschleunigend, ne? Also. Das stimmt. Das haben wir auch am Anfang direkt in der ersten Folge gesagt. Das wird hier komplett entschleunigend sein. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich mit Musik oder ohne laufe, weil ich habe jetzt die Musik so auf 10% gestellt, also wirklich sehr, sehr gering, damit man zwar noch ganz leicht was hört. Tatsächlich würde ich vorschlagen, wenn es dir recht ist, bist du ein großer Freund von so richtig schönen Traktoren mit so richtig schönem Sound? Ja. Also ich bin halt ein großer Freund jetzt mittlerweile von dieser ganzen Geschichte rund um die Akkalyt. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Nee, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ist das so wie der John Deere, den du auf der Stadtbahn fährst? Richtig, genau sowas. Also, ja, das klingt super. Wenn wir hier so Zeug hinbauen, oh Gott, Baum, wenn wir hier so Sachen hinbauen oder machen, wie wir halt versuchen, so von innen an sich zu fahren und meine Latech und Rea und so weiter, da spielt uns das halt schon in die Karten, weißt du? Also das passt halt einfach hier hin, muss ich sagen. Ja. Da können wir uns auf alle Fälle mal gucken bis zur übernächsten Aufnahme, weil wir haben jetzt gerade ein paar vor uns noch. Wir sind ein bisschen davor produzieren, weil ich leider wieder mal viel unterwegs sein werde, aber wir werden auf alle Fälle mal gucken, dass da was draufkommt auf dem Server und dass wir uns da vielleicht ein bisschen bedienen mit den neuen Geschichten. Noch nicht jetzt, aber vielleicht, wenn es irgendwann spruchreif wird, kann man sich ja mal anschauen, ob man vielleicht den Linden irgendwie mal tauscht oder irgendwas. Ist, wie gesagt, noch nicht spruchreif. Zweite Folge, danke. Aber ich finde, es passt. Zweite Folge Traktortausch, super. Dritte Folge Hochverkauf, ne? Also easy. Es würde halt gut passen. Aber bitte seid so nett und schreibt das nicht regelmäßig in die Kommentare. Wann kommt der John Deere? Wann kommt das? Wir machen das, aber es dauert. Das, also Geld ist halt echt schwierige Sache. Es dauert halt ewig, bis man was verdient. Das ist halt was. Und solche Sachen wie, auch komm, lass uns einfach, ist Mieten erlaubt? Das weiß ich gar nicht, Daki. Ich glaube ja, aber ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Okay, also ich will es jetzt nicht auf Krampf ausnutzen. Ich bin tatsächlich der Meinung, man sollte seine Nachbarn fragen, ob man sich was leihen kann. Und dann schauen wir mal, ob sich das entwickelt, ne? Genau. Das wird schon. Das wird schon. Also Lindner macht das echt gut, ne? Ja, ist super. Hab ich doch gesagt. Auch mit der Lenkung und so weiter, das ist echt ein guter Traktor. Ich wollte den schon so lange mal in dem Projekt haben, aber es hat irgendwie nie gepasst und jetzt passt er hier genau hin. Ja, das stimmt. Was hast denn du für ein Getriebe drin? Ein originales? Ich weiß jetzt auch nicht. Wo kann ich das einstellen? Über VCA. Aha. Du, weißt du was? Ich glaube, wir machen das nächste Mal, das mit dem Getriebe. Na, alles klar. Da bin ich nämlich mal gespannt. Da muss ich mal Rücksprache halten mit dem Paul, mit unserem Getriebemeister. Der wird mir dann sagen, was da reingehört. Beziehungsweise hört sich das dann auch anders an, ja, ne? Die hören sich unterschiedlich an, ja. Auch bei Standardfahrzeugen? Ja. Oh. Soweit ich weiß, ja. Oh. Hohoho. Und du merkst es halt ja auch an der Beschleunigung und wie er reagiert. Also ich könnte mich jetzt nicht beklagen, so muss ich es formulieren. Paul fährt hier mit dem Anhänger durch die Gegend. Da fährt der Anhänger spazieren. Der fährt, ja, das macht er gerne mal. Aber bei Paul musst du aufpassen. Ich habe ja schon ein paar Projekte mit Paul gemacht. Der macht das auch aus Tarnung, weißt du? Der fährt auch ohne Sinn und Verstand einfach mit dem Anhänger rum, einfach nur um zu triggern. Das ist einfach so. Ja, hier ist auf jeden Fall viel Verkehr am Hof. Bei uns? am Shop. Am Shop, okay. Ja, am Shop. Ich glaube, ich habe hier jetzt schon jeden einmal gesehen. Wow. Also tatsächlich macht mir das jetzt gar nicht aus, dass ich nur hin und her fahre, weil es hat irgendwie was. Ich gucke immer auf die Anzeige unten, ob das mit dem Slip passt, ob das mit der Motorleistung hinhaut, ob ich schnell genug fahre und so weiter. Also du hast hier schon was zu tun, wenn du das wirklich gut machen willst.
Ich meine, ob das jetzt richtig ist, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ich versuch's zumindest mal. Ja, das wird schon. Ich denke auch. Weißt du, was jetzt noch cool wäre? So Walkie-Talkies hier im Schlepper. Das ist immer so. So, genau. Also ich sehe, Pflügen haben wir noch Luft nach oben. Das ist ein bisschen schief geworden. Was? Achso. Pflügen. Oh, hat aber auch, wenn ich ein bisschen zu doll fahre, hat er auch ein bisschen zu kämpfen, der Lindner. So ist jetzt auch nie, ne? Aber ist halt auch, weißt du, also... Es passt halt einfach, ne? Wir haben eine österreichische Karte, wir haben österreichische Fahrzeuge mit Lindner, mit Steyr und das passt eigentlich alles. Und wie gesagt, mal gucken, ne? Wenn das Projekt so lang gehen sollte, dass auch das Alpine DLC kommt, müssen wir mal schauen. Da kann natürlich auch sein, dass wir unseren Lindtrack gegen den tauschen, der dann da kommt. Mal gucken, ne? Aber das ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Ist ja noch ein paar Tage. Es dauert einfach noch ein bisschen, so ist es. So, ich bleibe jetzt aber auf dieser Seite hier. Gebe ich jetzt mal noch ein bisschen Perspektive von außen, damit ihr auch seht, wie das denn so aussieht. Oh, ja, wir sind fertig. Gut, das war eine kurze Außenaufnahme. Liebe Leute, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir werden beim nächsten Mal versuchen, mal ein anderes Getriebe reinzubauen und bin dann sehr gespannt, was sich da ändert. Habt noch einen schönen Tag, macht's gut. Ciao, ciao.